Und glücklich? Hallo Lieben, ihr habt euch gewünscht, dass wir einen Tag nur Grünes essen. Und wie wir die grünen Sachen eingekauft haben, starte ich meinen Arm da hinten. Ja. Ich kitzel die Eva. Und wie wir die grünen Sachen eingekauft haben, zeigen wir euch jetzt. Aber es geht noch viel weiter. Nicht nur werden wir nur Grünes essen. Nein, schaut mal, ich bin schon angezogen. Eva ist gerade aus dem Bett gekrabbelt. Grün, bei meinen Ohrringen ist auch matschgrün dabei. Und was wirst du anziehen? Grün. Grün. Und du hast auch grün. Jawohl, so wird das heute laufen. Wir haben nur gemerkt, wir haben keine grünen Socken und ich habe keine grüne Hose. Aber das macht nichts. Avi wird ganz grün und Mama, ja. Mama wird halb grün. Das ist okay, weil du blau hast. Weil wenn du noch gelb drauf hättest, gelb und blau macht ja grün. Genau. Also ist es okay. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ihr seht uns jetzt beim Shoppen und dann sind wir gleich wieder zurück. Bevor wir anfangen, haben wir noch eine Challenge für euch. Schafft ihr es, 3 Sekunden den Daumen nach oben zu schlagen, die Glocke zu schalten und zu abonnieren, wenn ihr es geschafft habt. Schreibt grün in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, macht ein grünes Herz-Emoji in die Kommentare. Jetzt geht's aber wirklich los. Wir sind noch nicht ganz im Geschäft. Und was haben wir gesehen? Erbseneintopf. Oh. Okay, pack ein. Auch essen. Na klar. Mhm. Am schwersten werden die Getränke. Um die kümmern wir uns als erstes. Nee, da drin ist sowieso rot. Okay, dann weiter. Sauerkrautsaft. Nee, den nehmen wir nicht mit. Oh, oh. Nein, was zu weit geht, geht zu weit. Ja, das kannst du für mich mitbringen. Ich brauche Energie. Und dann guck mal, was du hier bei den Getränken an Grünem findest. Das wird schwer, glaube ich. Oh ja, das ist noch ein Energy Drink. Den kannst du auch nehmen, aber nicht trinken. Ja, du bist 7 Jahre alt. Okay. Aber guck mal hier, da gibt es Iced Tea in grün. Den kannst du trinken. Der schmeckt bestimmt sehr lecker. Okay, gibt es noch irgendwas in grün? Ich meine, die Flasche ist grün. Okay, grüne Flasche zählt. Wir machen es einfach zählend. Dann haben wir auch genug Getränke, glaube ich. Das war gar nicht so schwer mit den Getränken, wie ich dachte. Eins muss doch noch mit. Das sieht auch so giftig grün aus. Das trinkst du dann. Okay. Also hier gibt es nichts wirklich Grünes, außer den Chips in der grünen Packung. Meinst du, das zählt, wenn die Verpackung grün ist, Ava? Warte, ich muss dir das zeigen. Da sind kleine Stücke grün. Ja, aber ich weiß nicht, ob das zählt. Okay, wir nehmen es mal mit und wenn wir aber mehr richtig Grünes, dann essen wir es nicht, okay? Ja. Und gelb. Oh, Thai Green Curry. Was? Grüne Currypaste. Was meinst du, ist das? Nee, das ist gelbes Curry. Genau. Ist dir das zu scharf? Ja. Das sind Wasabi, die sind super scharf. Nein, nein, ich dachte eher die Pistazien da oben. Wenn du schon keine grüne Currypaste möchtest, dann ist Wasabi auch nichts für dich. Hat Salz. Gesalzen, genau. So, super. Was haben wir hier sonst noch? Grünes. Die Verpackung ist quietschgrün. Und wir haben jetzt beschlossen, sobald die Verpackung quietschgrün ist, zählt's. Grüne Zuckerwatte. Ich glaube, die soll gelb sein. Und das mit den Dinos daneben soll grün sein. Nimm lieber das mit den Dinos, da gehen wir auf Nummer sicher. Hier ist plötzlich alles grün, Ava. Wow, hier wird's richtig ungesund. Schaumspray, hast du sowas schon mal gehört? Cool, okay. Alles grün, kann alles mit. Oh Gott, sieht das grün aus. Selbst Evas Jacke ist ja so matschgrün. Die passt direkt zu unserem Einkauf. Ich will doch mal die Jacke essen, wie geil. Wir haben Spinatnudeln gefunden. Das Mittagessen ist schon gerettet. Da kommt dann noch grünes Pesto drauf. Jawohl. Pesto ist da drüben, kannst du dir eins aussuchen. Pesto, vegan, okay. Vielleicht finden wir noch ein schöneres Pesto. Mach nochmal zurück. Ich sag noch, du darfst aussuchen, dann darfst du doch nicht. So typisch, oder? Mit ja. Eltern. Ja, das ist bestimmt besser. Alles ist gleich. Genau. Yes. Wir haben eine quietschgrüne Verpackung gefunden. Frühstück gerettet. Wow. Wir können Bresot mitnehmen. Hast du gut gesehen, genau. Na, du musst doch gucken, was du machst. Und nimm den von Dr. Oetker, den da drüber. Der ist bestimmt leckerer. 2 Stück, ich hätte auch gerne einen. Bei den Fruchtzwergen ist auch was Grünes zu finden.
Die anderen kannst du ja dann am nächsten Tag essen. Ja. Grüne Smoothies packen wir noch ein. Guck mal, wie lange der haltbar ist. Nicht, dass der uns vorher abläuft. Steht auf dem Deckel. Bis zum 27. Ja, das ist okay. Einmal Spinat bitte. Das ist da in der Theke. Mit dem Blub. Natürlich müssen wir Spinat nehmen. Eine Zucchini. Ah, nee, das ist keine gute. Guck mal, die ist ganz dellerig. Oh nein. Ist eine Gurke. Ist kaputt. Es ist kaputt. Das ist keine Gurke, das ist eine Zucchini. Ich würde ja sagen, wir nehmen noch Brokkoli, aber wir haben ja schon Spinat. Also hier gibt es ganz, ganz, ganz viel Grünes, was man hätte mitnehmen können. Weißer. Das ist eine Zucchini, mein Schatz. Du siehst das normalerweise nur verarbeitet. Es wird Zeit, dass du mit mir kochst. Nicht lachen, ich meine es ernst. Die sind noch grün, ja, die kannst du mitnehmen. Grüne Bananen. Und für heute brauchen wir aber auch ein paar gelbe Bananen. Die nehmen wir jetzt noch für uns mit. Aber ich muss gucken, welche lecker aussehen. Tati, kannst du noch eine Gurke holen? Jetzt kannst du wirklich eine Gurke holen. Es ist eine Zucchini. Es ist eine Gurke. Es ist eine Zucchini. Das sind jetzt hier alle Sachen. Die Salami ist morgen für Ava für die Schule. Da haben die ein Frühstück. Die Bananen sind, das sind die grünen Bananen. Das sind die gelben Bananen für uns. Und der Rest ist alles nur grün. Mama, soll ich was sagen? Ja. 1,99 €. Warum ist das dein Lieblingspreis? 1,99 €. Ich ziehe mich an mit einem Nullentrick. Tada! Grüne Explosion in Neongrün. Warte, ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Ich habe den Haarreif schon unten reingelegt, Abby. Da kannst du den lange suchen. Entschuldigung. Wir hatten hier irgendwo neongrüne Ohrringe, ja. Hier. Da in dem Schächtelchen. Das war aber auch neongrün. Stimmt. Wutsch, weg. Wieder reinmachen. Das sind so kleine Sternchen. Die sind auch neongrün. So, du grüne Explosion. Was frühstückst du? Das sind die ganzen Sachen, die wir gekauft haben. Und dann hatte ich noch ein paar Sachen zu Hause, wie den Spargel. Eine Kiwi ist da noch irgendwo. Ein grünes Ei. Ich dachte, wir fangen mal mit irgendwas an, was auch wirklich grün ist. Apfel? Gute Idee. Und? Weißt du was, ich lasse mir was einfallen und ich überrasche dich. Ach du Gott, die Kamera. So, jetzt klappt's besser. Die Kamera war so... Ja, du leuchtest aber auch wirklich, Ava, im Dunkeln. Oh. Okay, also ich muss mir jetzt überlegen, was ich für sie mache. Es gibt Apfel. Du traust mir auch nicht, oder? Lunst du? Ja. Okay, also es gibt Apfel. Und du... So. Das habe ich jetzt für Ava rausgesucht. Dieses Knäckebrot. Dann einen grünen Fruchtzwerg, Kiwi, Apfel und diesen Smoothie. Dann lass dir mal dein grünes Essen schmecken. Ich habe mir übrigens hier dieses Monster Rehab Ding geschnappt. Ich habe nämlich noch nicht so viel Hunger. Na, die Äpfel isst du doch gerne. Aber mein Lieblingsfrühstück ist nicht. Was ist denn das? Das ist ein grüner Antioxidantsaft. Oh, der. Ach, der soll, ja. Genau der. Genau das, was 7-jährige Mädchen super gerne frühstücken. Ist der auch grün drinnen? Da ist ein Flüssigkeit. Das ist normal bei Joghurt. Das weißt du doch. Das ist doch bei anderen Joghurts auch so. Ich glaube, du bist jetzt einfach nur so aufs eklig eingestellt. Kann das sein? Du isst doch gerne Fruchtzwerge. Okay, also ich muss jetzt hier erstmal versuchen. Der ist lecker. Der ist nicht schlecht. Ava denkt, er sei schlecht. Das schmeckt eigentlich nicht so schlecht. Siehst du. Nur weil es grün ist und giftig aussieht, so wie deine Klamotten, muss es noch lange nicht schlecht schmecken. So, und während Ava jetzt frühstückt, trinke ich hier einen Schluck. Ich habe nämlich noch keinen Kaffee gehabt und ich brauche dringend Koffein. Das schmeckt nicht. Süß und... Habt ihr das schon mal getrunken? Schreibt mir mal, wie das schmeckt. Wisst ihr was, das muss ich jetzt gleich mal in ein Glas schütten und gucken, ob das innen drin auch so grün ist. Nee, so eklig braun. Und ich bin super müde und darf heute keinen Kaffee trinken. Und das Zeug kriege ich nicht runter. Ach, und falls ihr euch fragt, wo die Bananen sind, die waren mittlerweile so gelb, dass wir beschlossen haben, die können nicht teilnehmen an unserer Green Challenge hier. Ava spielt gerade eine Runde mit ihrem Papa. In der Zwischenzeit, jetzt habe ich doch ein bisschen Hunger, aber es gibt gleich Mittagessen, esse ich ein gekochtes Ei und ein paar... Pistazien. Die sind so lecker. Dass man die immer erst schälen muss und es geht einhändig so schwer. Ich bin jetzt gerade dabei, hinter mir ein bisschen Platz zu schaffen. Das Gemüse und so, das packe ich alles wieder in den Kühlschrank. Und wenn ich nachher was kochen will, brauche ich ja meinen Herd. Ich habe mir hier ein bisschen Platz gemacht.
Die Getränke habe ich jetzt hier hingestellt. Ich glaube, die roten Sachen müssen wir dann rauspicken, hm? Und Ian ist auch da und guckt mal, was Ian getrunken hat. Seht ihr es? Tee. Kaffee. Tee. Eigentlich müsste es Ian als ihre echt leicht fallen, alles nur grün zu machen, aber... Du warst eh nicht da, als wir angefangen haben, deswegen bye bye. Ja. Und glücklich? Darf ich dir was Gutes erzählen? Die roten Sachen musst du rauspicken. Und hier gibt es noch was Grünes zu trinken. Grün ist schon ziemlich eklig. Grün ist noch ekliger als das, was wir sonst schon gemacht haben. Das Rosa war viel besser. Stimmt. Soll ich den ersten Löffel nehmen? Oh, das ist gar nicht so leicht, keine Karotte drauf zu kriegen, aber ich habe es geschafft und das schmeckt richtig, richtig lecker. Dazu gibt es übrigens hier dieses Knäckebrot von Vasa. Ich esse auf keinen Fall das da. Ich esse Knäckebrot. Und dippst das Knäckebrot dann so da rein, okay. Wir gehen jetzt raus und wenn wir zurückkommen, darf ich diesen coolen Nagellack anziehen. Ich helfe dir dann, den drauf zu machen, ja? Weil wir jetzt unterwegs kaum was essen können, nehmen wir mit Bubblegum, diese Dinger und diese Dinger. Snacks. Selbst Avas Jacke ist grün. Das Einzige, was wir nicht hatten, waren grüne Schuhe. Oh Gott, wenn Ian dabei ist, dann kriegt die Ava hier das royale Treatment. The royal treatment. Da muss sie gar nichts machen. Wenn ich dabei bin, muss sie immer alles selbst machen. Wir sind jetzt ein bisschen im Wald spazieren. Oh, Hilfe! Fällt alles raus! Komm, ich nehme sie dir ab. Hier ist so schön. Da haben wir gerade ein paar Fotos für euch gemacht für Instagram. Und mein leuchtendes Kind. Schmeckt dir das eigentlich? Und wer muss das jetzt tragen? Ich. Wir waren super lange draußen und jetzt ist schon richtig spät, also mache ich uns Abendessen. Und zwar die Spinatnudeln, die wir gekauft haben und dazu Pesto und dann mache ich noch ein bisschen Spinat. Die Nudeln sind so super grün. Es ist mal Glatzei. Du legst mir die Hand da so hin, als sollte ich das machen. Kann das sein? Du hast noch zwei Hände. Okay, ich mache das gerne für dich. Die Nägel sind grün. Die müssen jetzt nur noch trocknen. Das sieht toll aus. Wenn mein Nagellack trocknet, spiele ich ein bisschen iPad und ich trinke von dieser giftigen Brause. Dann probier mal die giftige Brause. Oder soll ich erst probieren? Ich. Du. Weltmeister. Waldmeister, genau, ist auch Waldmeister. Weltmeister, Weltmeisterbrause, cool, ne? So nämlich immer. Hast du auch recht. Muss ich doch auch mal von der Waldmeisterbrause probieren. Die schmeckt irgendwie nach Jello. Das schmeckt genau wie Wackelpudding. Oh, ey, wir haben auch Wackelpudding zum Nachtisch. Oh ja. Ha. Zu den Nudeln gebe ich jetzt noch das Pesto und rühre das runter. Ich glaube, dafür brauche ich beide Hände. Sonst muss ich hier in mühsamer Kleinarbeit alles rauslöffeln. Das Essen ist fertig. Ich bringe es jetzt rüber und dazu gibt es noch ein bisschen Smoothie. Und was sagst du zum Essen? Das sieht interessant aus. Ich schwöre, das schmeckt super lecker. Und guck mal, ich habe hier auch Smoothie. Okay, Mama, kannst du mir ein bisschen Eistee holen? Klar, mache ich gerne. Ich habe eine Idee, wie ich das nicht essen muss. Kleine Fliege aufs Blatt. Bitte schön, Eistee. Mama. Ja. Wie ist die denn da hingekommen? Das ist ja super eklig. Ach Mensch. Ihr wollt mir bestimmt nicht zugucken, wie ich jetzt nur esse. Deswegen sagen wir euch tschüss. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Ihr seht hier und hier noch ein Video, das ihr euch auch angucken könnt. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Und bis dahin ist dein Zuckerschock bestimmt auch wieder weg. Ja.
Hey, jetzt hast du es doch weggegessen.